alles bereit. Sprungball zwischen Grünlo und Eddie Gien. Und der erste Ballbesitz für die Gastgeber in den orangen Trikots. Kusi will den Block von Grünlo. Ja, jetzt steht es 8:7 für Tommy Kusi gegen die Schuhe Bulls hier in dieser Anfangsphase. So darf es bitte, bitte weitergehen. Graves. Robertson mit seinen ersten Zählern. Auch für ihn ja ein wichtiges Spiel in der Hinrunde. Jeff Graves. Aminu. Lewis. Und die Punkte von Graves, von seinen Mannschaftskameraden. Liga vorbei an Jake Patrick. Und die leichten Punkte. Da wird Patrick im 1 gegen 1 geschlagen. Und es ist mal Reeves. Guter Backdoor-Cut. Und dann ist Beere da mit dem Block gegen. Aber es sind immer noch 2,2 Sekunden für Rastafechter. Aber noch keine Punkte im zweiten Viertel. Aminu beendet das mit dem N1. Rostock gewonnen. Dort hat er dann 14 Punkte und 8 Rebounds beigesteuert. Und hier hat er den Stil. Tim Graves. Das sind die Minuten von Aminu. Zuletzt am Ball, meint Jonathan Beere. Das aber erst nochmal hier Joel Aminu. Und jetzt ist hier richtig Stimmung im Dome. Da haben wir Kusi gegen Polas Bartolo. Top-Offensivspieler gegen Top-Defensivspieler und sportlichen. Erstmal eine Schwächung für Ludwigsburg. Aber wir haben es auch schon oft gesehen, dass das Mannschaften enger zusammenspalten. Aber hier wird er geschlagen von Graves. Und dann ist Diallo da mit dem klasse Block. Iwundu. Der wird ihm hoffentlich mal gut tun. Diesen Dreier. Jetzt schon wieder bei 15. Diallo, schöne Täuschung und ich schlägt er durch. Schönste Szene bislang in diesem Spiel, Nat Diallo. Ludwigsburg noch nicht in der Teamfoul-Grenze, aber es war Foul Nummer 4 und das von Nat Diallo, der hier sehr, sehr gute Minuten gibt. Kusi. Oh, Tommy Kusi übernimmt und der 4 von 5 von Downtown. Alle 4 Dreier von Rastafechter durch ihn. Die Mannschaft insgesamt 4 von 13 und das ist sein kongenialer Partner bislang. Joel Aminu mit dem Stil, auch wenn er direkt vorher eine genommen hat. Fechter übernimmt hier im Prinzip fast komplett runterspielen. Bui gegen Diallo. Melson. Silas Melson. Ist da noch Zeit auf der Uhr? Nein, ist es nicht mehr. Melson. Starker Block von Iwundu. Gibt es jetzt wieder so eine Phase von Fechter? Wie zu Ende des zweiten Viertels. Kusi. Und ist auch schon nötig. Super Defense von Iwundu. Ich sag ja, der ist im Moment nicht stabil, aber defensiv ist immer Verlass auf ihn. Und dann Tommy Kusi mit dem Assist. Graves. Gutes In and Out von Jackson auf Silas Melson. Und Silas Melson mit seinem dritten Dreier. Da wird das sicherlich tausendmal schwerer, so einen Rückstand zu drehen. Lewis für 3. Bislang in einem der ersten 3 Abschnitte. Gut, wir haben noch 50 Sekunden auf der Uhr und der Mann hier kann immer scoren, Tommy Kusi. Und wieder Hughes mit dem Stil. Top, was Hughes da abliefert. Einiges an Spannung hier. Kusi auf Grünlo und da sind die ersten Zähler.
verliert den Ball gegen Kusi. Grünlo kann ihn stopfen, wird er auch. Das tut natürlich super weh für Ludwigsburg. Die Murmel. Und Grünlo mit den leichten Punkten nach Kusis Stil. Das tut den Ludwigsburg. Melzen. Silas Melzen, 11 Punkte. Aminu, Aririgusu. Wieder gute Hände von Hughes, der da defensiv sehr aktiv ist. Jetzt noch der Block. Schwieger für drei. Nein. Graves geblockt von Flanagan. Also es ist ganz viel Emotion und Kampfgeist vermittelt hat. Bui auf Beere mit dem Dank. Aminu für drei. Deutlich zu kurz. Jetzt wird es vielleicht auch eine Kraftfrage. Leichte Zähler für Graves. Schlägt ihn durch. Ludwigsburg bis auf einen Rad. Das ist dann nur Formsache für einen wie Bishubui. Immer noch ohne Zähler in Halbzeit Nummer 2, aber mit dem Offensiv-Rebound und dann Graves und er zählt. Und jetzt liegen die Gäste tatsächlich wieder vorne. Robertson. Aminu macht es gut defensiv. Und dann die Punkte von Beere. Plus 6 Ludwigsburg. Auszeit Fechter. Chip Flanagan nach wie vor noch ohne Punkte. Beere offener Dreier. Wenn er den auch noch macht, dann sieht es richtig, richtig gut aus für die Ludwigsburger. Aber es gibt ja hier diese. Melzen. Und bei Ludwigsburg läuft Silas Melzen. Graves. Kleines Tänzchen gegen Tanner Groves. Und es ist jetzt alles Ludwigsburg. Und für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, es stand 65. Zu 58. Graves. Graves mit dem Fehlversuch. Guter Outlet von Groves. Flanagan. Das auch noch ein Feldkorb im Schlussviertel, aber das Ganze kommt natürlich. Graves wird keinen Wurf mehr nehmen. Die MAP Riesen Ludwigsburg. Gewinnen diese Begegnung bei Rasta Fechter, verdient mit 86 zu 72.